Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also, wir sind die Vanessa und die Ina und wir sind seit 2,5 Jahren ein Paar. Genau. Heute geht es darum, eure Coming-out-Stories zu erfahren, falls man nicht hier mein behaartes Bein hat. Und wir haben den Aufruf gestartet, dass ihr uns gerne eure Nummer zuschicken könnt und wir werden euch dann anrufen. Dieses Format wird es also öfter geben. Und wir versuchen immer so 2 bis 3 Leute anzurufen. Es kommt darauf an, wie lange eure Story geht. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal jetzt und rufen euch an. Wir sind Vanessa und Ina. Hallo! Hallo! Findest du es schlimm, dass wir dich jetzt auf dem Video aufnehmen? Ist das in Ordnung für dich? Ja, das ist okay. Okay. Wie heißt du denn? Ellie. Ellie, hi. Ja, wir drehen gerade das Video darüber, über die Coming-out-Stories. Und ja, es wäre mega, mega cool, wenn du vielleicht deine erzählen könntest. Wie alt bist du denn? 16. Oh, cool. Und du kommst woher? Also musst ja nicht genau die Stadt sagen, aber so nördlich Deutschlands oder? Süddeutschland. Süddeutschland, aber ganz unten. Ja, cool. Und du bist schon geoutet, ja? Ja. Als? Ja. Also willst du dich labeln oder also hast du... Ja, also ich habe jetzt erstmal gesagt, dass ich die bin, dass niemand was sagen kann, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, hatten wir auch so. Wir waren auch am Anfang, haben erstmal allen so gesagt, vielleicht kommt ja doch noch ein Junge. Erstmal, um alle zu beruhigen, ne? Und ja, am Ende. Und die Eltern, gell? Genau, genau, gerade die Eltern. Oder die Omas. Bei mir war es auch die Oma. Ja, meine Oma ist halt tot, aber. Ja, oh, schade. Okay, dann erzähl mal. Ja, also bei mir war es halt so, dass ich halt immer so ein bisschen so, alle hatten schon ihren ersten Freund, so, und ich halt irgendwie nicht. Und dann habe ich mich halt in ein Mädchen verliebt, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Der Klassiker. Und dann habe ich halt so ein bisschen so realisiert, dass ich halt nicht so richtig auf Jungs stehe, sondern halt eher auf Mädchen. Aber ich habe dann halt ewig gebraucht, weil ich weiß halt nicht, ich wusste es halt, weil meine Eltern nicht, weil es halt manchmal so ist, dass die dann ja sehr dagegen sind. Und ich habe zwar noch 2 Geschwister, aber das sind halt Jungs und meine Mutter wollte immer, dass ich Kinder bekomme, eigene Kinder. Ja, das ist mein leidige Papa Thema. Ist auch so, mein Papa wird immer einen Jungen haben und er hat nur Mädchen in der Familie, zum Beispiel. Ja, meine Mutter, also ich bin halt das einzige Mädchen, deswegen finde sie halt schade. Und dann habe ich mich dann so mit ihr so hingesetzt, so, ja, Mama, ich habe es dann einfach rausgehauen, ja, ich stehe auch auf Mädchen. Ja. Und ich hatte richtig Angst. Ja, glaube ich dir. Vor allem bei meinem Vater. Der war auch dabei, ja. oder war das... Nee, der war nicht dabei. Ich habe das dem gar nicht persönlich erzählt, das hat meine Mutter ihm erzählt. Aber ist gar nicht so schlecht, oder so, ist gar nicht so schlau. Also, ja, das ist einfacher, ja, klar. Dann hat meine Mutter gesagt, ja, okay, solange du glücklich bist, ist das okay. Oh, das aber ist schön. Enkelkinder haben. Ja, hat meine auch gesagt, sie meinte so, ich will unbedingt Enkelkinder haben. Der Rest ist mir egal, erstmal so. Ja, und dann mein Vater war es dann halt so, ich hatte dann mein Vater halt schon mehr, deswegen habe ich es halt nicht gesagt. Und meine Mutter hat es ihm dann irgendwie erzählt, richtig gemein eigentlich, weil mein Vater ist halt... Also der kommt nicht aus Deutschland und deswegen ist man halt nochmal irgendwie so, die sind ja meistens so ein bisschen strenger. Mein Vater war zwar nie so, aber ja. So einem Thema ist man sich dann halt auch nicht sicher. Ja, und dann hat er es aber auch ganz gut aufgenommen. Also lief es aber eigentlich ganz gut. Also deine enge Familie so findet es ja in Ordnung, oder? Also ich meine... Ja. Das ist also, schön, das freut uns. Also der Bruder von meinem Vater, der ist schwul. Ah, ja, gut. Naja, siehst du, also bist du ja gar nicht die Erste. Ja, cool. Ja, danke, dass du deine Story mit uns geteilt hast und auch jetzt mit anderen Menschen noch wahrscheinlich dann am Sonntag. Ich hoffe, dass die Kamera alles aufgenommen hat und dass der Ton auch gut ist. Ja, ich hoffe auch.
Ja, danke, danke, danke. Willst du noch irgendwas erzählen? Sonst würden wir nämlich die nächste anrufen. Nee, alles gut. Und danke schön. Ja, danke dir. Und ich hoffe, du hast einen schönen Tag noch heute. Ja, ja, wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war unser erster Anruf. Ja. Und der zweite folgt jetzt. Schauen wir doch mal, ob wir jemanden erreichen. Ja, genau. Der hat gerade zurückgerufen. Also bin ich gespannt, ob sie noch da ist. Hallo, hier sind Vanessa und Ina. Sind wir bei dir richtig? Oh mein Gott, ja. Hi. Hallo. Schön, dass du reingehst. Wir haben gerade eben angerufen und ich bin aus Versehen auf den roten Button gekommen. Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Ja, du hast uns ja deine Nummer gegeben, weil wir ein neues Video drehen. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir das jetzt auf Kamera aufnehmen. Also nur den Ton, logischerweise. Natürlich. Okay, wie heißt du denn? Celine. Hi, Celine. Und wie alt bist du? Ich bin 15. Ah, cool. Und super. Woher kommst du so aus Deutschland? Also Nord oder aus dem Süden oder Osten, Westen? Ich glaube fast Mitte, ja. Ich komme aus Nordhessen direkt. Oh. Ich war noch nie in Hessen. Aber klingt sehr cool. Ja, wir haben dich angerufen, um etwas über Coming-out-Stories zu erzählen. Und weil du ja auch eine Story hast, die du mitteilen möchtest. Genau, und dann fang doch am besten mal an und erzähl uns deine. Also das Ding war so, ich bin, seit ich 2 bin, zu meinem Stiefvatermann gegangen, weil mein Vater halt nicht bei mir war. Der ist halt gegangen, ne? Ja. Und er war immer eigentlich ganz gut und hat gesagt, wenn du so wirst, ist das kein Problem für uns, alles in Ordnung und sowas, ne? Ja. Und dann war es halt so, dass ich mich dann mit vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, geoutet habe. Ich bin zu ihm abends, habe ihn halt in den Arm genommen und habe gesagt, Papa, ich bin, ich stehe auf Frauen. Hm. Ich bin lesbisch. Ja. Und dann sagte er erst, das kann nicht gar nicht sein, das ist nur eine Phase. Und hat mir das nicht so richtig geglaubt. Und ich so, nein, Papa, das ist keine Phase. Und dann er so, doch, du beneidest die anderen Frauen nur. Du möchtest so sein wie sie, deswegen. Okay. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, das stimmt nicht, ich stehe auf Frauen, ich möchte eine Freundin haben und sowas. Und dann hat er gesagt, okay, gut. Und dann, ich war über die Ferien bei ihm, das war, nee, gar nicht, das war am Wochenende, vor dem Geburtstag meiner ganz kleinen Schwester, die war 3. Ja. Und dann hat er am nächsten Tag gesagt, geh zurück zu deiner Mutter jetzt sofort. Er möchte mich nicht mehr da haben, weil er Angst hat, dass ich meine Schwester damit verpeste. Oh Mann. Dass ich dann gehen soll, dass er sowas gar nicht akzeptiert, sowas kann nicht sein, das ist einfach nur eine Phase und sowas alles. Und im nächsten Moment hat er mich dann halt nach Hause geschickt und danach hat er das darauf geschoben, dass ich gar nicht so immer bei ihm sein wollte. Also so hat das halt den anderen erzählt. Weil er nicht die Wahrheit sagen wollte. Ja, ja. Ja. Und dann, das tat mir voll weh, weil das so, das war 3 Tage vor dem Geburtstag meiner ganz kleinen Schwester. Dem habe ich sie nicht mehr so richtig gesehen. Und dann hat er sich letztens versucht, sich voll einzuschleimen. Also wollen wir nicht nochmal reden und sowas. Und dann habe ich ihm halt gesagt, nein, das möchte ich jetzt nicht mehr, weil das hat mich richtig dolle verletzt innerlich so. Ja, natürlich. Oh Mann, es tut uns mega leid. Ja, ich glaube, das ist gut, damit zu vergleichen. Es ist alles in Ordnung. Also, jeder kann sein, wie er ist. Ja, aber jeder kann sein, wie er ist. Und dann aber hauptsächlich nicht in der eigenen Familie. Ja, das ist aber immer so. Das ist wirklich bei voll vielen so. Sie sagen, bei meinen Freunden, das ist okay. Ne? Genau, alles Cousin in Ordnung, oder so. Mach doch. Aber dann so in meiner Familie, bitte nicht. Also eigene Familie, weißt du, genau. So hab ich manchmal das Gefühl, dass die Leute dann, wenn es dann wirklich, wirklich einen betrifft, nah, dass sie damit halt nicht umgehen können. Und, ja, auf jeden Fall. Aber dafür hat es meine Mutter total gut genommen. Sie hat gesagt, das finde ich aber schön, das unterstütze ich und sowas alles. Ich hatte schlussendlich dann auch eine Freundin und sie hat sie total gut so akzeptiert auch. Ja. Seid ihr noch zusammen? Nee, leider nicht. Ja, wow. Ja, danke auf jeden Fall, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Ich glaube, das ist echt, hast echt viel Mut bewiesen, dass du das nochmal so erzählst. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach für dich, nochmal so das auszusprechen. Und wir hoffen einfach, dass es alles besser wird. Und also ich verstehe es aber total. Ganz kurz, ne? Darf ich ganz kurz? Ja, klar. Ja, was ist? Okay. Alles gut. Kein Mamas Problem. Geht vor. Mamas geht, ja, wollte ich auch krass sein. Vor allen Dingen so eine coole Mama geht vor. Ich möchte nur sagen, dass ich euch total lieb habe. Für dich auch. Ich hoffe, du weißt das. Also das Ding ist, ich kenne euch ja nicht persönlich bis zum CSD in Berlin, da komme ich... Ehrlich? Ach, super. Oh, wie cool. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns. Aber irgendwie fühle ich mich so voll verbunden mit euch, immer eure Stories und sowas. Ich weiß nicht, aber irgendwie, das kommt so voll rüber, als ob wir Familie wären. Ja, oh, das wollen wir auch. Wir sind einfach alle eine große Familie. Und die Menschen, die keine Familie mehr haben, dafür sind wir halt da. Oder? Ja. Wir sind eine große Familie, alle.
Dankeschön auf jeden Fall. Wir haben dich lieb, ja, für dich geknuddelt. Ja, ich euch auch. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ui. Oh Gott, oh Mann, ja. Oh, ich freue mich, dass wir die kennenlernen. Ich freue mich auch, sie kennenzulernen. So Leute, wir sind nach der letzten Geschichte jetzt ein bisschen so... müssen erstmal sacken lassen. Ja. Danke auf jeden Fall an euch beide, ihr seid klasse. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und danke auch an alle, die uns ihre Nummer geschickt haben und sozusagen mitmachen wollen und daran teilhaben wollen. Wenn das Format so gut ankommt, dann machen wir das gerne nochmal. Kommentiert hier unten, ob ihr Lust habt, dass wir noch mehr anrufen oder dich und du vielleicht deine Geschichte erzählst, ob positiv, negativ. Du kannst alles mit uns teilen, wie gesagt, wie wir gerade schon erzählt haben. Manche Familienmitglieder wenden sich vielleicht von dir ab, aber dafür sind wir da und auch der Rest von der ganzen Community und wir versuchen dir dann den bestmöglichen Ersatz dafür zu bieten. Ja. Wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb. Schaut auf unserem Instagram vorbei. @bedinersontour. X. So, die machen wir. Oh. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.